Ey, yo, was geht, Leute? Und heute gibt's mal ein Gameplay mit der SMG im Hintergrund, was ihr bei mir noch gar nicht gesehen habt. In Advanced Warfare bis jetzt immer nur die Assault Rifles gesehen. AK-12, HRBA, wie die heißt. Ich kenne den Namen immer noch nicht. Irgendwas mit HRB, irgend sowas. Und ja, meistens auch die Ball. Und ich glaube, das ist mein erstes Gameplay mit der SMG, oder das erste Mal, dass ich die SMG überhaupt mal in die Klasse getan habe, um ehrlich zu sein. Und zwar war es die ASM, irgendeine random Zahl hinten. Keine Ahnung, ihr seht eh im Gameplay, seid nicht behindert in der Fresse, oder jedenfalls will ich das hoffen. Aber war auf jeden Fall nicht schlecht, die Waffe. Ich hab die irgendwie ein bisschen unterschätzt. Ich meine ja, die wurden hochgepatcht, aber ist nicht schlecht, die Waffe. Ihr könnt sie mal zocken. Ich glaube, meine Aussätze hier waren Schalldämpfer, ganz standardmäßig. Magazinerweiterung hat irgendwie 70 Schuss, also ich weiß nicht, ob es hier in dem Dingens. Ich wollte schon Chemstrike sagen, Alter, wie heißt die Scheiße? DNA-Strike gesät, aber ich glaube, ich hatte so einen 5-Mann-Feed. Auf jeden Fall hatte ich in dem Game einen 5-Mann-Feed, aber ich weiß nicht, ob es in der Chemstrike, in der DNA-Strike war oder irgendwie danach oder davor, aber auf jeden Fall zeige ich nur die DNA-Strike. Ja, jetzt haben wir es endlich. Und die geht halt recht, ist nicht sehr lange, ist so 3 Minuten oder so, aber ist auch nicht schnell. Und das ist ein ganz kurzes Video heute, aber auf jeden Fall habe ich mit Schalldämpfer Magazinerweiterung gezockt, 70, Magazinerweiterung habt ihr 70 Schuss oder so im Magazin, könnt so viele Gegner halt weghauen. Und dann auch, ich glaube, Griff, ich meine, also mit Griff ist der Rückschuss immer noch ein bisschen merkwürdig, so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Also auf Long Range habt ihr sowieso verkackt, ich denke mal, das ist jedem klar, also das ist wie als ob ihr mit einem Stein auf einen Panzer wirft, wenn ihr jemanden kämpft mit einer SMG auf Long Range, mit einer Assault Rifle, also da habt ihr gar keine Chance, ihr braucht es gar nicht erst versuchen. Vor allem, wenn der Gegner was kann, auch wenn der Gegner natürlich richtig scheiße ist und nicht mal den R2-Button findet, dann ist natürlich scheißegal, welche Waffe ihr habt, aber mit der Waffe habt ihr gegen Leute, die was können, auf Long Range keine Chance. Und aber auf Middle Range und sich so richtige Kurzdistanzen geht sie wirklich gut ab, vor allem aus der Hüfte. Also man kann sie zocken, zockt sie einfach mal durch, falls ihr keinen Bock mehr habt auf die Ball, so wie ich. Aber es hat schon Bock gemacht. Ich habe irgendwie, als ich das Gameplay gespielt habe, auf Ascent was nebenbei, habe ich noch dabei über nachgedacht, irgendwie so eine Serie zu machen, so DNA mit jeder Waffe oder sowas, aber das Ding ist, wenn ich irgendwie sowas anfange, was ein bisschen länger dauert, DNA mit jeder Waffe wäre halt DNA mit jeder Waffe halt, ne, also mit wirklich jeder Waffe, also auch wahrscheinlich Secondaries, weil es eigentlich möglich ist, um ehrlich zu sein, nur halt dauert das nicht lange und da kommen wir jetzt wieder zum Problem. Wenn das zu lange dauert, finde ich meistens eigentlich die Motivation, um ehrlich zu sein. Also ich hatte ja zum Beispiel immer so ein, zwei, ne, ich hatte glaube ich so 3 Serien, glaube ich, gestartet. Ich glaube, einer davon, in dieser Serie gab es gar kein Ende. Also es war einfach nur so eine Serie gestartet. Und in den anderen beiden gab es ja eigentlich ein Ende. Aber vielleicht war es auch nur 2 Serien, ich weiß nicht. Auf jeden Fall hatte ich mal so eine Serie gemacht, so eine Episode Double Camp Strike mit jeder Waffe oder mit 10 Waffen oder sowas. Und da habe ich mich voll überschätzt, Alter. Es war so scheiße schwer damals ein Double Camp Strike zu spielen auf der 360, also auf anderen Maps außer Strike Zone. Das war richtig schwer. Also da hat man sich echt zu viel, ja, es hat zu viel Druck gemacht oder zu viel vorgenommen. Also deswegen weiß ich, ob ich so eine Serie machen sollte mit DNA mit der Waffe. Je nachdem, wie das Feedback eigentlich wäre, wenn das richtig, richtig krass wäre, dann würde ich das eigentlich schon vielleicht noch irgendwie machen. Ich weiß nicht, würde ich mich schon vielleicht dran setzen, weil so schwer ist das nicht. Nur halt manche Waffen bräuchte man halt so wirklich Langzeitmotivation. Aber wenn das Feedback so mickrig ist, wie so, keine Ahnung, auf dem letzten Video war es eigentlich ein bisschen scheiße, um ehrlich zu sein. Ich glaube, ne, ich bin der erste YouTuber, der sowas sagt, aber war jetzt nicht so groß. Ich glaube, so 400, 500 Likes auf eine 56er-Gun-Streak. Ich denke mal, schon ein bisschen mehr, den Jungs. Aber auf jeden Fall, lasst mich einfach wissen, ob ihr sowas haben wollt. Weil an sich wäre es ein bisschen abwechselnd zumindest, weil die Brawler die ganze Zeit zu sehen wäre auch ein bisschen langweilig auf Dauer, auch wenn sie an sich Bock macht, aber lasst mich auf jeden Fall wissen, bewerten, kommentieren nicht vergessen, die Campstrike schon vorbei, die Campstrike, die den ersten Tag schon vorbei, war nur ein kurzes Video heute, ich glaube mal morgen oder Samstag kommt das nächste Video und ja, MMORPG-Link in der Beschreibung und haut rein.